Hallo, ihr Gewirrlinge! Markus Reik grüßt euch aus Arx Vaporum. Und zwar auf der Ebene das stählerne Rätsel. Da bin ich jetzt durch. Das ist die Ebene 6. Nein, die Ebene 5, richtig. Die Ebene 6 war dieser Brennpunkt. Das war ja waren ja zwei Ebenen, die man hier parallel bearbeiten musste, um hier weiterzukommen. Das heißt, jetzt geht's von der Ebene 5 direkt auf die Ebene 7. So. Und 12 Ebenen gibt's und das heißt, so die Hälfte vom Spiel haben wir jetzt ungefähr. Wobei ich aber nicht weiß, ob die oberste Ebene dann nur so ein Endbosskampf ist oder ob dann auch richtig viel zu tun ist, ob das genauso ausladend ist wie hier. Weiß ich nicht. Aber es kann sein, dass wir ungefähr bei der Hälfte vom Spiel stehen. Und jetzt feiern wir mal tüchtig Bergfest und fahren hoch. Oh je. Wird geladen. Ja. Vorsicht. Gruselige Kleinigkeiten heißt das. Es sieht in der Tat gruselig aus. Es sieht aus wie ein Folterkeller so ein bisschen. Oder? Also was mir auf Anhieb gut gefällt, ist, dass es hier wieder jetzt ein Level ist, das wieder anders gestaltet ist. Es sind zwar im Kern immer so wiederkehrende Elemente, aber trotzdem haben die einzelnen Ebenen doch irgendwie einen ganz eigenen Stil. Das finde ich richtig gut. Also allgemein ist das Spiel richtig gut. Es ist von allen Dungeon-Crawlern, die ich bisher gespielt habe, einer der besten. Vielleicht sogar der beste. Das kann echt sein. Ich speichere mal und dann geht es da vorne bei diesem Beutelchen auf dieser Platte weiter. So, lass mich mal raten. Der Beutel liegt auf der Platte. Wenn ich das nehme, was in dem Beutel drin ist, weil ich es toll finde, geht die Platte hoch und hier ist Rambazamba. Hier kann Rambazamba rauskommen. Was ist denn das da für ein Muster? Ist doch eigenartig, oder? Also es hat einen gewissen Stil, aber es ist trotzdem eigenartig. Ah, hier kommt Rambazamba raus in Schabenform. Ah. Und hier auch nochmal. Scheiße, warum habe ich keine Blöcke hier, da, um das da vorzuschieben? Das heißt aber auch, hier bin ich sicher. Erstmal. Oh je. Naja, was soll's. Jetzt stehe ich ja auf dem Ding drauf. Wenn ich es jetzt aufhebe, ist ja erstmal nichts kaputt. Also, geht nichts kaputt. Ich finde, einfaches Lockvogel-Leuchtfeuer. Erzeuge eine Tauma... Eine Tauma-Abbild, ein Tauma-Abbild vor dir, um Gegner dazu zu bringen, es an deiner Stelle anzugreifen. Aha. Oh, kommen jetzt so viele Gegner, dass ich sowas brauche? Echt? Also, einfaches Lockvogel-Leuchtfeuer. Mhm. Das ist doch so ähnlich wie ihr. Ach, wo war denn das? War das in... War das in World of Warcraft, wo man als Jäger oder irgendwer so ein komisches Ding basteln konnte, als Ingenieur? Das war so eine komische Kiste, da kam da so eine winkende Holzpuppe raus und hatte irgendwelche Akro gezogen. War das World of Warcraft? Ich weiß auch nicht, aber diese Dinger, die waren zum Schießen. So, jetzt gehe ich hier runter. Man, I hate spiders. Na? Weg. Hey. Huhuhu. Man kann auch sehr schön sehen, dass ich überhaupt keine Energieprobleme habe im Moment. Und an der kleinen hier will ich ein bisschen spielen, weil ich mir hier gern die Gesundheit hochheilen würde. Das ist mir fast gelungen. Jetzt ist eher der Cooldown von den Gadgets ein Problem. Weg mit dir. Nervst mich. Naja, das war ja... This doesn't make any sense. All the systems and the machines, they're all hostile now. We made them to protect and support the people while they lived and worked here. There's no way this is some kind of simple malfunction. Interessant. Also Markus Reich meint gerade, wenn ihr es nicht schnell genug lesen konntet,
und auch im Englischen nicht verstanden habt, das ist irgendwie ganz seltsam, dass diese ganzen Maschinen, die hier rumkrabbeln, feindselig sind allesamt. Und dabei sind sie doch gebaut und programmiert worden, um die Menschen, die hier lebten und arbeiteten, zu unterstützen. Und das kann in der Masse, in der das bisher aufgetreten ist, in der Absolutheit, muss man ja sagen, kein Zufall sein. Also keine normale Fehlfunktion. Das muss irgendwie gesteuert sein. Womit er wohl recht hat, ich höre ein Geschnarrer. Hier in der Ecke, dahinter ist irgendwie was. Achso, ich muss wieder nach Geheimverstecken gucken. Ah, oh, scheiße. Also so sieht eine normale Wand aus. Die hat halt unten Bolzen und so weiter. Och, du meine Güte. Vielleicht mache ich das in Zukunft so, dass ich mir immer am Ende einer Episode die Bereiche, denen ich in der Episode gewesen bin, nochmal ganz genau anschaue. Aber das aus dem Video rausschneide. Vielleicht finde ich dann mal Geheimverstecke selber. Pfütze, Hebel. Was macht der Hebel? Da ist irgend so ein Ding. Da oben ist eine Schiene. Das Ding kann wahrscheinlich darüber rattern. Und zermalt dann diese Kiste. Diese Kiste steht auf einer Platte. Diese Platte ist dann nicht mehr belastet, wenn die Kiste weg ist. Und dann geht hier die Tür auf, oder wie? Ah, speichern. Mal gucken, ob das stimmt. Ach nee. Oder... Die Platte ist doch jetzt auch belastet, oder? Oder hängt das Ding? Es scheint zu hängen. Es hat unten ja keine Schiene. Das heißt, die Platte ist jetzt entlastet. Aha. Wenn ich jetzt nochmal hier mache... Ach, ich kann nicht... okay. Ich kann das nicht zurückfahren. Interessant. Hallo? Dampfgetriebe? Bisher habe ich nur einen Weg, den ich gehen kann. Ich höre Geschnarre. Vor mir ist eine Platte. Die ist doch irgendwas. Wo ist mein... Ah, ich habe meine Ziegelsteine unten vergessen. Scheiße. Ah, wie ärgerlich. Ah, nutzt nix. Da ist eine Tür. Die geht vielleicht auf. Da geht sie. Okay. Problem erkannt. Ich brauche einen Ziegelstein. Ich habe keine Lust, den zu holen. Von unten. Theoretisch ginge das, aber das wäre echt mies. Da kann die Tür zugehen. Das kann eine Arena sein. Achtung. Ja, natürlich. Na, bist du noch nicht tot? Endlich. Also mit mehr Energie und mit diesen Gadgets auf Stufe 2, das ist alles, also das ist ein Wumms, das ist richtig schön. Früher hat mich sowas hier komplett aus dem Konzept gebracht, aber jetzt bum 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 und heilen kann ich mich auch, es ist richtig schön. Da kam ich her, da ist zu. Ich nehme an, wenn ich das hier, wenn das grün ist, dann geht die Tür wieder auf. Ich habe hier eine Nische und das ist hier ein Gang oder was ist das? Ah, hier ist was. Ein Spind. Und in diesem Spind finde ich einen Stahldolch. Eine Hauptmannpistole. Ich weiß nicht, ob ich solchen Plunder überhaupt brauche. Was habe ich denn als Pistolen im Moment? Als Pistolen habe ich nur eine Sache. Nehme die mal in die Hand, damit ich das vergleichen kann. Oh, die macht deutlich mehr Schaden. Genauso schnell, genauso Verbrauch, genauso weit. Bisschen mehr Ablenkzeit. Krass. Also, muss man echt nehmen. Ich würde fast die hier dafür liegen lassen. Die ist zwar lila, also pink, aber es nutzt ja nichts. Trotzdem das Gewehr wieder.
Den Dolch brauche ich aber nicht. Ich habe hier so ein... Wenn ich mal einen Dolch bräuchte, eine Klingenwaffe, hätte ich den Stachel. Hier ein Dings, da ein Bums und hier ein bisschen Munition. Jetzt mal anhören. Laura's been acting really weird in the last few months. She always used to like my quips and observations about the projects and the personnel. But now, she's grown arrogant, even towards me. I understand the ordinary worms on her team don't deserve sympathy, but why does she just glance over me? I'm not just anybody, I'm James Kroll. After all, maybe Mrs. Page wasn't as off about Laura as I thought. There's definitely something going on with her. Something subversive. Mist, ich hab noch gar nicht zu Ende gegessen. Also, James Kroll sagt, Laura hat sich in den letzten paar Monaten wirklich seltsam benommen. Früher mochte sie meine stichelnden Kommentare und Beobachtungen zum Personal, aber mit der Zeit ist sie arrogant geworden, sogar mir gegenüber. Ich verstehe ja, dass all die Maden in ihrem Team ihre Zuwendung nicht verdient haben, aber warum sieht sie einfach über mich hinweg? Ich bin nicht einfach irgendjemand, ich bin James Kroll. Vielleicht lag Mrs. Page mit ihrer Meinung zu Laura doch nicht so daneben, wie ich dachte. Es stimmt definitiv etwas nicht mit ihr. Sie hat so etwas Aufmüpferisches an sich. Guten Morgen, du Penner. Echt, ey, dieser Typ. Ach, die Lucy, die tut mir richtig leid. Jane Shane, von dem haben wir lange nichts gehört. Lange nicht gesehen, genau. Hey, Kumpel, hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Seit sie mich den Laboren zugewiesen haben, ist mein Alltag echt stinklangweilig. Die Leute hier sind anders, so ernst und zurückhaltend. Jemand hätte mir sagen sollen, dass hier oben eine Beerdigung angesagt ist, was den Dresscode betrifft. Anzüge, Mäntel, Krawatten und fades Aussehen. Auf der Ebene hier geht definitiv etwas vor sich. So viel ist sicher. Etwas. Ich weiß nur nicht so richtig, wie ich es am besten beschreiben soll. Wir sehen uns morgen in der Kantine. Okay. Jo. Dann war das hier eine Laborebene oder was, wenn ich das hier gefunden habe. Das hier ist zu. Schubidu. Ich muss wieder rauskommen hier irgendwie. Wie mache ich das? Ich kann das Ding hier rausziehen. Hier sieht man doch mal ganz deutlich, dass seit irgendeinem Patch die Mauszeiger zum Ziehen deutlich größer sind. Die waren früher so rot und irgendwie halb so groß gefühlt. Was? Ah, hier. Jetzt ist es wo aufgegangen? Da. Da ist eine Platte. Lass mich raten. Ich kann das Ding ja, da ich es, upsala, ziehen kann, und da einfach mal draufschieben. Kann ja nichts passieren. Außer, dass die nächsten Gegner ankommen. Jetzt ist irgendwas passiert. Es ist doch irgendwas, ist da jetzt hier so vom Geräusch her eher so in... Was ist jetzt los? Ah, das ist hier die Trittplatte. Ach so, ja. Ah! Ah, da, schau her. Moment mal. Okay, interessant. Jetzt ist hier grün. Warum ist denn hier grün geworden? Moment mal. Was macht diese Platte? Die macht irgendwas hinter dieser Wand. Was ist denn da? Macht die diese Tür da auf? Nee. Da ist jetzt grün. Ah, ich kriege hier aber keine Platte, also keinen Dings da drauf geschoben. Block. Das geht nicht. Also irgendwas macht diese Platte hier hinten im Flur.
Ey, muss ich echt diesen doofen Stein holen oder was? Oh, ist ja ätzend. Na gut, ich saus mal runter und hol den mal. So, Delle. Ich habe ihn wieder geholt aus der letzten Ebene da. An dieser Platte hinter dem kaputten Zaun lag der noch drauf. Ja. Punkt. Na, der reicht auch nicht. Aber es kann nicht verkehrt sein, ihn zu haben. Sage ich jetzt. Ich muss mir ja irgendwie einreden, dass ich hier sinnvoll und effizient arbeite. Diese Platte hat so Lichter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Aha. Eine Platte mit Lichtern ist durch einen Stein beschwerbar. Eine Platte ohne Lichter nicht. Ist das die Regel? Das hier wäre auch eine Platte ohne Lichter, richtig? Nee, auch mit Lichtern. Jetzt wäre hier wieder zu. Da ist mein Stein dahinter. Wer weiß, also den brauche ich bestimmt nochmal wieder. Was macht das Ding überhaupt? Jetzt habe ich da dieses Ding, den Stein drauf liegen. Und jetzt ist hier was? Jetzt ist die Tür offen. Ja, ist schön. Jetzt geht's hier zu. Aber jetzt auch wieder auf. So, jetzt schnarrt's hier. Okay, da ist eine Giftspinne und da ist auch eine Giftspinne. Speichern. Hinter mir geht bestimmt die Tür zu. Na, schmeckt's dir? Kuckuck. Lebst ja noch. Aber ich habe Energie. Ah, du hast aber auch noch Säure oder Gift viel mehr. Irgendwann zerlegt es sie. Also hier gehen mehrere Dinge auf. Ja, jetzt habe ich die große Schnauze, aber wenn dann plötzlich diese komischen Strahlendrohnen wiederkommen, die von da hinten mich hier vorn zersäbeln, dann... Und hier habe ich so einen Dicken, der tritt mich dann hier in den Strahl rein und dann habe ich da an der Ecke einen Flammenturm, der kommt dann mit seiner Flamme genau dann rum und hier ballert so ein Geschützturm und dann jammer ich wieder rum. Mit anderen Worten in 5 Minuten. Also, da habe ich ein Loch. Hier ist auch ein Loch, 2 Löcher sogar. Lass mich raten, ich muss die Löcher zumachen, weil ich irgendwie da hinten lang muss. Jetzt habe ich hier die Spinne weggehauen. Hier rasselt es wieder. Oh. Ah! Es ist so blöde. Mann, Fallgruben, wie ich sie hasse. Was bist du? Ah ja, du bist empfindlich für Säure. Hihihi, daneben. Es macht ja Spaß, wenn man nicht in Fallgruben torkelt. Wie ich es gerne tue. Also so Fallgruben, wenn man um die Ecke gehen muss, das ist schwierig. Ich erinnere nur an die letzte Ebene oder die vorletzte. Da war auch diese eine Stelle mit dem Gang um die Ecke und den Fallgruben links und rechts. Und ja, wir reden nicht länger darüber. Wir haben stattdessen hier einen Block. 2 Blöcke. Hier sind irgendwo fliegende Drohnen dahinter. Das Ding kann ich schieben. Das Ding kann ich ausschließlich schieben. Das steht da. Diese Zäune kriegt man ja nicht weg. Wenn ich das Ding ausschließlich schieben kann,
Und da ein Loch ist, dann spricht vieles dafür, dass man das da reinschiebt. Oder aber das. Moment mal. Ich schiebe jetzt eins rein. Punkt. Bumm. So. Da ist noch ein Loch. Da komme ich zumindest geradeaus weiter. Dafür sind die beiden Blöcke da. Ich bin ja so clever, hat Markus Feig beim letzten Mal bei so einer ähnlichen Aktion erzählt. Diesmal spart er mit Lob. Bumm. Also, da ist noch ein Loch. Achtung, Absturzgefahr. Ich kann auch links rum. Hi! Oh. Na komm schon. Munition! Gut. Läuft doch. Jetzt nicht, also nur umdrehen. Okay, gut. Block. Ich muss bestimmt noch einen Block irgendwie in das Loch da reinschieben, richtig? Wie kann das gehen? Hier ist ein Block, Moment mal. Da ist ein Block. Ich müsste irgendwie hinter ihn kommen und dann einfach schieben. Dann ist das Thema erledigt. Wie komme ich hinter ihn? Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Da ist der Block im Weg. Dann schiebe ich den doch mal eins in die Richtung. Oh, jetzt habe ich mir den Rückweg verbaut. Nee, habe ich doch. Scheiße, habe ich doch. Oh, Mist. Egal, ich will eh nicht zurück. Ich will voran. Hier schnarrt irgendwo ein Gegner. Dich schiebe ich in das Loch. Und dann habe ich auch meinen Rückweg wieder. Noch eins. Bumm. So. Genau. Also hier habe ich jetzt einen Block stehen. Den kann ich aber nur schieben. Na gut, ich könnte ihn zurückschieben. Rumlaufen. Runterschieben. Rumlaufen. Dahin schieben, wo ich jetzt stehe. Rumlaufen. Ihn hier runterschieben. Also wenn ich hier irgendwo einen Block noch bräuchte oder hier hinterschieben. Na nee, da geht nicht. Da komme ich nicht um die Ecke. Aber trotzdem, wer weiß, wo es denn auch gut ist. Hier schnarrt irgendwo was. Wo kann ich denn hier weiter? Hier ist ja alles abgesperrt. Ich kann nur da weiter, wo die Geschützdrohne herkam. Buh. Na gut, ich kann hier unten auch noch weiter. Ja, stimmt. Aber erstmal hier bleiben. Da ist eine Platte. Speichern. War ja klar. Moment mal, da hinten ist so eine Raspel. Scheiße, was muss ich denn hier machen? Ist hier irgendwo ein... Also rechts habe ich keinen Gang. Höchstens da, wo die Spinne steht, dass es da rechts reingeht. Oder hier links? Oh, scheiße, es muss... Also wenn ich hier runtergehe, dann kommt das auf mich zugefahren. Okay, das werde ich nicht überleben, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Oder? Wieso kommt die Spinne nicht? Ja, noch habe ich es überlebt. Man müsste hier reinflüchten können. Aber wie geht das auf? Vielleicht ganz ordinär, indem ich hier auf diese... Ja, das habe ich befürchtet. Scheiße. Ah, der geht nur bis hierhin. Verstehe. Die Spinne war nur dazu da, um mir zu zeigen, dass es Aua macht, wenn man da ist.
Aha. Hier schnarrt immer noch was. Hier rechts ist auch so ein Ding. Jetzt hat da oben eine Schiene, richtig? Kommst du? Ne, kommst du erstmal nicht. Aber du kommst jetzt. Und hier kommt was raus. Da vorne kann ich rein. Oh. Ich finde ein Dokument. Und ein Stahlschwert. Flingklinge. Moment mal. Austausch. Es macht mehr Schaden als die Flinkklinge. Die Flinkklinge hat den Verbrennungsdauereffekt, aber den brauche ich da nicht. Dann nehme ich doch lieber das Ding hier an mich. So, schließen. Und Dokument lesen. Jane Shane, 5 von 5, neu entdeckte Freunde. Hey! Erinnerst du dich an meinen letzten Brief und mein Geschwafel über das langweilige Leben hier? Naja, das kannst du wieder vergessen. Wir arbeiten an einem neuen, spannenden Projekt, geführt von Laura Reich. Sie ist verblüffend. Und ich muss sagen, ich habe endlich den Ort im Turm gefunden, wo ich hingehöre. Ich werde mich vorerst nicht mit dir zum Mittagessen treffen können. Du weißt schon, ich bin viel beschäftigt mit den ganzen Röhrchen, dem Papierkram und den Aufgaben und so. Haha! Oh je. Die schnappt auch über. Wessen Papiere sind denn noch nicht vollständig? James Kroll fehlt noch eins. Mannheim ist auch durch. Orwell, Lucy Page ist durch. Laura Reich natürlich. Markus Reich. Handy Rundgreif. Und Lisa Teller. Okay, liebe Quirlinge, hier ist mehr als ausreichende Episodenlänge erreicht und deswegen mache ich hier Schluss und weiter mit diesem lustigen Ding da vor uns und dem zerhackfleischten Helden. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!